Hey Leute, ich habe in meinem Let's Play hier zu Remnant 2 und dem DLC The Forgotten Kingdom, ja, wie der Name schon heißt, Forgotten, vergessen, dass es hier ja halt auch noch einen Archetypen zu finden gilt. Das habe ich dann hinterher noch nachgeholt und hier aufgenommen. Wir gehen hier an dem Turm, den wir im Laufe des Spiels oder der Hauptstory runterfahren müssen, eine Leiter runter und laufen dann hier einmal rechts rum, ganz auf die andere Seite. Sehen da unten noch eine schöne Kiste. Ich glaube, hier war auch noch eine Leiter, die übersieht man aber irgendwie leider. Also ich habe sie jedenfalls übersehen. Genau da vorne. Beziehungsweise ich habe den Pfad dahin übersehen. Jetzt gucke ich hier nochmal gerade, ob es hier noch irgendwie was zu finden gibt. Gibt es aber nicht. Dann gehen wir jetzt hier hinten raus. Das ist auch nur ein ganz kleines Gebiet, was man hier noch absuchen kann. Und zwar geht es hier hinten rein. Mal ein bisschen was einsammeln. Hier latschen wir über irgendeinen Mechanismus, bei dem dann Pfeile aus der Wand kommen, muss man ein bisschen aufpassen. Und wir können hier einfach durchlaufen, immer von einer Pfeillücke zur anderen. Mit dem Sand ist das allerdings ein bisschen schwierig, da kommt man nicht so schnell voran, aber das macht gar nichts. Die Zeit reicht da, um von einer Lücke zur anderen zu laufen. Ich bin da immer ziemlich langsam, weil ich da immer Schiss habe. Ich warte da lieber zwei, dreimal diesen Pfeilhagel hier ab. Genau, und dann in der letzten Lücke gehen wir hier an die rechte Wand und stellen uns hier hinten auf diesen Sandhaufen. So, und jetzt heißt es hier 5 Minuten warten. Das habe ich natürlich hier für euch zusammengeschnitten. Nach den 5 Minuten sinkt man dann hier in den Boden ein und landet letztendlich irgendwo im Keller, wo auch immer das ist. Und hier gibt es eigentlich nichts weiter zu tun, als sich aus dem Sand rauszurappeln und dann den Gegenstand einzusammeln, den wir dem guten Wallace in der Station 13 dann übergeben können. Und er uns damit dann den Aufrufer-Archetypen freischaltet. Mit dem Archetypen bin ich jetzt schon eine ganze Zeit lang unterwegs und muss sagen, das ist eine der stärksten Klassen hier im Spiel. Also jedenfalls für mich. Es kommt ja immer darauf an, was man für einen Spielstil hat. Aber auch schon mit der ersten freigeschalteten Fähigkeit kann man richtig viel Schaden bei den Gegnern machen. Und ich habe den mittlerweile auch schon auf Stufe 10 gebracht und habe danach auf meinen Hund komplett verzichtet. Wenn wir hier die Leitern hochgeklettert sind, können wir jetzt auch noch das Rüstungsset des Aufrufers einsammeln. Und zwar müssen wir da wieder durch diesen sandgefüllten Raum mit den Pfeilen hier laufen. Ich habe das Ganze jetzt mal beschleunigt. Dahinter findet man dann eine Nische, wo wir einfach dieses Rüstungsset einsammeln können. Das war es dann auch schon mit diesem Mini-Tipp oder Tutorial oder Guide, wie immer ihr es nennen wollt. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut und ciao, ciao!